Schalle, fing zum Schalle dieses Liedes jubelnd mit. Singt ein Loblied eurem Meister, preist ihn laut, ihr Himmelsgeister. Was er schuf, was er gebaut, preist ihn laut. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns in seine Nachfolge ruft, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, liebe Mitglieder der Frauenbewegung, seid herzlich willkommen geheißen zu unserer Frühmesse, ersten Donnerstag im Monat, der auch der monatliche Gebetstag um die geistlichen Berufungen ist. Feiern wir heute den heiligen Papst Gregor den Großen. Er steht am Übergang von der Antike zum Mittelalter, 540 geboren, aus hochadeliger senatorischer Familie, war er Stadtpräfekt von Rom. Er verzichtete aber dann auf seinen Besitz, stiftete in Rom und auf Sizilien Klöster, kam dann als Legat nach Konstantinopel und wurde schließlich Papst. Seine Verdienste sind in der Neuordnung der kirchlichen Grundangelegenheiten. Er hat den Impuls gesetzt, dass die Missionare nach Angelsachsen kamen, nach England. Später, nach der Völkerwanderung der Germanen, haben wir es den Engländern zu verdanken, dass wir wieder christianisiert wurden in unserem Bereich. Bekannt ist er vor allem durch die gregorianische Musik. Er hat die Liturgie reformiert und eben auch den Gesang mehr in den Gottesdienst hereingenommen. Denn was wir hier feiern, ist eine Freude. Und wo der Mensch sich freut, da möchte er auch singen. So, lasst uns jetzt mit Dankbarkeit über die Frohbotschaft Jesu miteinander Messe feiern. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden schenke uns der gnädige und barmherzige Herr. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Gott, du bist deinem Volk gnädig und leitest es in Liebe. Höre auf die Fürsprache des heiligen Papstes Gregor. Schenke allen, die in der Kirche am Amt der Leitung teilhaben, den Geist der Weisheit, damit dein Volk wachse und seinen Hirten zur ewigen Freude werde. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder und Schwestern, unser Eifer erlahmt nicht in dem Dienst, der uns durch Gottes Erbarmen übertragen wurde. Wir haben uns von aller schimpflichen Arglist losgesagt. Wir handeln nicht hinterhältig und verfälschen das Wort Gottes nicht, sondern lehren offen die Wahrheit. So empfehlen wir uns vor dem Angesicht Gottes jedem menschlichen Gewissen. Wir verkündigen nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden
zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, 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 Halleluja. So spricht der Herr. Folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See, dort werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie. Und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Deshalb winkten sie ihre Gefährten im anderen Boot. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Herr, geh weg von mir, ich bin ein Sünder. Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele Fische gefangen hatten. Ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht, von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus nach. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Schwestern und Brüder im Glauben, jetzt, wo der September begonnen hat, richten wir unser Augenmerk schon langsam wieder auf die Alltagsarbeiten nach den Versuchen der Sommererholung.
Und das passt gut, dass wir, manche haben es ja die letzten Tage schon mitverfolgt, jetzt begonnen haben in dieser Woche das Lukas-Evangelium noch zu hören an den Wochentagen. Und zwar, wo Jesus öffentlich auftritt. Wir sind noch beim Beginn seines öffentlichen Wirkens. Ein letztes Mal in diesem Kirchenjahr, dreimal wird es uns ja vorgetragen, bei Matthäus und bei Markus und jetzt Lukas. Und da hören wir heute ein Wort der Ermutigung und ein Wort des Auftrages. Sind manche von euch entmutigt, wie es ausschaut um unsere Kirche? Immer wieder höre ich Klagestimmen, Sorgestimmen, schmerzvolle Stimmen über unseren Zustand. Und ihr habt alle recht, die ihr so tut. Denn der Zustand der Kirche ist wirklich traurig. Aber jeder, der die Heilige Schrift kennt, kommt aus dem Klagen wieder heraus. Das ist der Test, ob wir schon wissen, was wir als Kirche zu verwalten haben. Nämlich nicht den äußeren Erfolg, sondern zunächst einmal das Angebot Gottes. Wie erfolgreich das dann an die Menschen kommt, das ist natürlich unser Geschick und sind die Umstände unserer Zeiten. Aber wenn man auf das Angebot Gottes schaut, dann haben wir nie einen Grund zu verzagen. Die klagen, das ist so wie die Apostel, von denen wir heute gehört haben, da waren sie noch gar keine, die einfach am Morgen nach einer Nacht, wo sie nichts gefangen hatten, jetzt auch noch die Netze wuschen, also wirklich demoralisierend und nicht erfreulich. Und da kommt jetzt Jesus daher und hinter ihm eine große Menschenmenge. Auf das freuen wir uns auch schon wieder, wenn eine große Menschenmenge das Wort Gottes hören will. Und zwar hier in der Kirche, weil sie begreifen, dass hier Gott sich offenbart. Und Jesus gibt ein erstes Zeichen. Der Petrus verfolgt uns jetzt ja schon einige Sonntage lang. Und heute kommt er wieder in den Blick. Ein erstes Zeichen, indem er in das Boot des Petrus steigt. Das ist ein Symbol für die katholische Kirche. Jesus lehrt uns durch alle Generationen aus dem Boot der Kirche aus. Und wenn hier übrigens von einem zweiten Boot die Rede ist, dann ist da schon angedeutet, dass das im Heilsplan Gottes klar war, dass auch mal zu einer Spaltung kommen wird. Das zweite Boot, das ist die orthodoxe Kirche. Der heutige Tagesheilige, er war zunächst ein Gesandter in Konstantinopel, das Römische Reich war schon auseinandergefallen und hat versucht, wieder die Einheit unter den Christen herzustellen. Und mit den Orthodoxen verbindet uns sehr viel. Wir können wirklich sagen, es sind zwei Lungenflügel des ganzen Leibes Christi, so sagen es die letzten Päpste. Und wir hören dann auch, es braucht beide Boote, damit wir den ganzen Fischfang durchführen können. Nun, das Erste ist immer, Jesus lehrt uns. Es ist so schön, dass ihr kommt, um zu hören, die frohe Botschaft, die Offenbarung Gottes. Ohne der verlieren wir den Blick, was der Plan Gottes ist mit dem Menschen. Und dann gibt Jesus ein Zeichen, dass wir vertrauen können auf diese Worte, dass sich alles erfüllen wird, was er sagt. Eben mit diesem reichen Fischfang. Das ist übrigens sehr interessant bei den anderen zwei synoptischen Evangelien, die der Reihe nach das Leben Jesu beschreiben, ist ja nur ganz kurz gesagt. Er rief Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes und sie folgten ihm. Heute hören wir, wie das genauer vor sich ging, dass da vorausging seine Predigt, die den Petrus sehr beeindruckt hat, weil sonst hätte er das nicht gemacht. Er sagt es auch, von der Vernunft her ist es falsch. Wenn ich in der Nacht nichts fange, dann brauche ich nicht am Tag hinaus, wo die Fische sowieso unten sind. Aber weil ich dich reden gehört habe und gespürt habe, was von dir ausgeht, und weil er ja auch schon die Wunder gesehen hat, die ersten, die Jesus dort getan hat in Kapernaum, jetzt lasse ich mich drauf ein. Und er wird nicht enttäuscht, kein Mensch wird enttäuscht, der sich einlässt auf die lebendigen Worte Jesu. Was kommt, so
Sofort füllt sich das Boot. Alle Leute wollen diese Frohbotschaft, die in Jesu Worten da ist. Es ist nur die Frage, dass wir es auswerfen, in richtiger Weise. An der Stelle heißt es ja, werft es an der rechten Seite aus. Richtig müsst ihr es machen, nicht verkehrt probieren. Aber dann ist der Fischfang groß. Alle Menschen sehnen sich nach der Botschaft der Liebe, die uns von Jesus her gereicht ist. Kein Wunder, dass Jesus, dass Simon am Schluss sagt, auf seine Knie fallend, vor Gottes Macht, da bin ich klein, da erkenne ich mich in meiner Kleinheit. Auf das warten wir, dass der Mensch wieder seine Größe entdeckt. Momentan haben wir eine Vorstellung von uns, die nicht der Wirklichkeit entspricht. Wir sind nicht so groß und wir haben keinen Grund, stolz zu sein auf uns. Wir können dankbar sein, dass Gott uns groß macht auf ewig. Aber aus eigener Kraft lernt man spätestens im Alter, dass man nicht sehr groß ist. Deshalb auch dieses Hinknien Petrus als schönes Zeichen der Gläubigen und zu sagen, Gott, du Jesus, du bist Gott. Aber gleichzeitig auch zu hören, du brauchst dich nicht fürchten vor mir. Mit mir wirst du Großes erleben. Du wirst jetzt ein Menschenfischer. Lasst euch ermutigen, hören wir nicht auf, die Botschaft auszustreuen in euren Familien, in unserem Ort. Ist ja egal, wenn wir die Ersten sind, die die Kirche wieder füllen. Irgendeiner muss anfangen. Falsch ist es, wenn sie nicht gefüllt werden. Da machen wir was falsch. So nehmen wir das heute zur Ermutigung, diese schönen Worte am Anfang des Lukas-Evangeliums, dieses schöne Erlebnis, denn es war ja eine Wirklichkeit. Wir wollen die frohe Botschaft in rechter Weise ausstreuen und uns freuen, dass wir Menschenfischer sein dürfen. Amen. Lasst uns in den Fürbitten vor Gott hintreten mit allen Anliegen unserer Zeit. Wir gehören zu Jesus Christus, darum dürfen wir unsere Nöte und Sorgen zu ihm bringen und rufen, Christus sei unser Licht, Christus sei unser Licht. Für Papst Franziskus, der Gottes Volk in Weisheit und Tatkraft leite, Christus sei unser Licht. Für die Einheit der Kirche, dass die Getrennten wieder zusammenfinden an dem einen Altar. Christus sei unser Licht. Für die Staaten Europas, dass sie sich auf ihre christlichen Wurzeln besinnen. Christus sei unser Licht. Für alle Menschen, dass sie einander geschwisterlich beistehen und die Reichtümer der Erde gerecht teilen. Christus sei unser Licht. Wollen wir auch die heutige Messintention einschließen? Die katholische Frauenbewegung für verstorbenes Mitglied Maria Haider. Christus sei unser Licht. Herr Jesus Christus, du bist unser Herr und Heiland. Dir vertrauen wir uns an, dich ehren wir, heute alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Blick auf die Ewigkeit haben wir Grund zum Jubel. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott,
Schöpfer der Welt, du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Barmherziger Gott, beim Gedenken des heiligen Papstes Gregor bringen wir unsere Gaben dar für die Feier des Opfers, durch das der Welt alle Schuld vergeben wird. Schau gnädig auf uns und gib, dass dieses Geheimnis uns Segen und Heil bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest des heiligen Papstes Gregor deine Größe zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild. Die Botschaft seiner Predigt belehrt uns. Seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Herr, du bist heilig, ja heilig. Herr, du bist alle Zeit heilig. Der Himmel und der Erde bezeugen deine Hosanna in der Höhe, Hosanna in der Höhe, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Erlösungsopfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich. Heilige diese Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens.
Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns in der Taufe berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Jakobus, unserem Pfarrpatron, mit allen Heiligen unserer Diözese, mit dem heiligen Papst Gregor und mit allen Menschen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns um das Kommen seines Reiches bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet, und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn in unseren Herzen, unseren Familien, unserer Welt, der Friede Jesu Christi sei alle Zeit mit euch. Und mit nicken wir einander zu als Zeichen unserer Verbundenheit und Versöhnungsbereitschaft. Lamm Gottes. Lamm Gottes. Du nimmst den Weg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes. Du nimmst den Weg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seh Christus. Das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort,
so wird meine Seele so sein. Von nun an wirst du Menschen fischen. Verbinden wir uns mit Christus, um ihn zu den Menschen tragen zu können. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben. Das Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Spüren wir, welche Kraft wir in uns aufgenommen haben. Unendlich göttliche Liebe. Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe.
wir zum Dank. Jauchzt und singe, lass es klinge, laut ein allgemeines Lied. Wissen alle, sing zum Schalle dieses Liedes Jugendlied. Sing ein Danklied eurem Meister, preist ihn laut, ihr Himmelsgeister. Was er schuf, was er gebaut, preist ihn laut. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, in diesem Mahl haben wir Christus, das Brot des ewigen Lebens, empfangen. Gib, dass wir auf ihn hören, der unser wahrer Lehrer ist. Hilf uns, dass wir nach dem Beispiel des heiligen Gregor alle Zeit deine Wahrheit suchen und sie in Werken der Liebe bezeugen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke euch jetzt für euer Kommen und Mitfeiern dieser heiligen Messe, dass wir uns immer treffen an diesem besonderen Donnerstag und reich beschenkt. Lasst uns jetzt ans Tagwerk gehen, Liebe auszustreuen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, alle, die euch anvertraut sind, alle, denen ihr begegnet, der uns so sehr liebende dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.